Hallo und willkommen zurück zu Amnesia. Machine for Pigs. Genau. Nicht das The Darkest Can, nicht der erste Teil. Ja, die letzte Folge hat etwas abrupt aufgehört. Mit dem Loch durch diesen Fall. Mit dem Fall durch dieses Loch. Ja. So schaut's aus. Ja, wir sind hier unten angekommen mit ein bisschen Klüllemüdel auf der Bocke. Und jetzt geht aber hier fröhlich weiter und ich weiß selbst gar nicht, was mich erwartet. Eigentlich für die ganze Zeit schon. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Ja, da wurden ganz eindeutig die Fäkalien genutzt, um die Turbine ans Laufen zu halten. Das Fäkalienwasser, um genau zu sein. Aber wir haben ja direkt schon einen Eintrag hier. Und dann schauen wir mal ins Tagebuch. Die gefluteten Tunnel. Mein mysteriöser Freund hatte recht. Die Tunnel stehen tatsächlich unter Wasser. Um meinen Abstieg fortsetzen zu können, muss ich die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Der Gestank ist schier unerträglich und lässt mich würgen. Warum sollte der Saboteur die Tunnel fluten? Was er sich wohl davon versprochen hat. So, und da haben wir direkt hier noch eine Nachricht liegen. 22. Oktober 1899. Nach vollzogener Ausblutung muss das Produkt vor dem Aufhängen und Ausweiden natürlich noch abgekocht, enthaart und abgeschabt werden. Zu diesem Zweck wird es durch den Dampfbehälter geführt. Dieser wird durch die Weiterleitung überschüssiger Hochdruckluft der Motoren über den Boiler und eine Reihe großer Kupferrohre in einer Steinkammer direkt unter dem Arbeitsraum bei konstanter Temperatur gehalten. Im Zentrum der Maschine befindet sich eine Komponente, die bei konstant niedriger Temperatur gehalten werden muss. Diese Komponente steuert die Verarbeitung des Produkts im gesamten System. Darüber hinaus stellt die Kühlung den wichtigsten Aspekt zur Beibehaltung der Produktqualität dar. Und dies erfordert ebenfalls, dass Hitze aus bestimmten Maschinenteilen abgezogen wird. Demzufolge werden zwei Probleme zu einer einzelnen Lösung kombiniert. Die Hitzereduktion in einigen Bereichen und die benötigte erhöhte Hitze in anderen. Steuerfelder ziehen mit Hilfe vom Boiler geregelten Konvektionsprinzipien Hitze ab und schicken über ein Rohrsystem eiskalte Luft in die eine Richtung, überhitzte Dämpfe in die andere. So, jetzt haben wir erfahren, wie die Aufbereitung dieser Wesen weiter von dannen läuft. Und ich habe so das Gefühl, den Sud müssen wir loswerden. Sieht auch hier schon, finde ich, furchtbar sympathisch aus. Nein, sag an. Na, wenn das nicht. Wie haben andere nette Let's Player ihn genannt? Den Wasserpenner. Auch hier in Amnesia in Machine for Pigs gibt es ein Herz für Wasserpenner. Allen Anschein nach. Die Frage ist, was hat er davon, wenn er mich jetzt hier verfolgt? Kann ich hier runterfallen? Nee, kann ich aber runtergehen, um dahin zu kommen? Gut. Ich habe gerade keine. Ich habe gerade keine so wirkliche Übersicht. Gehen wir erstmal hier in den Tunnel rein. Der ist so sympathisch eng. Na, wenn sich das mal nicht nach Pumpen anhört. Das hört sich eher nach Schweinchen an. Zwar von rechts. Gucken, ob ich, wie gut ich in der Dunkelheit hier sehen kann. Ich glaube, da steht da. Ja. Das hört sich auch so an, als ob sich der nicht so weit weg bewegt. Und hier haben wir unseren Wasserfreund.
Okay, wo bin ich jetzt? Wow, 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 wow. Da wäre ich ja. Okay. Ist ja alles so verstrickt, ey. Ach, was haben wir denn hier? Na, wenn das mal nicht sympathisch und ruhig aussieht. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir hier in dem unteren Bereich? Kein Telefonklingel. Okay. Da scheint ein Brief zu liegen, ja. Ich gucke mich hier vorne mal ein bisschen um. Ja, es müsste Schleuse 1 und Schleusentor 2 sein, okay. Machen wir hier mal. Lässt du mich. Nee, warte, lässt du mich nicht, okay. Da scheint doch nicht großartig was passiert zu sein. Na gut, geben wir uns das hier mal zu Gemüt. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht die Chelm und ich bin kein Eglahu. Eliahu. Zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnete Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sich einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie ein Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und überriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie in zwei. Da der andere Ort aus ihren Zellen in ihre vitalen Splittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie fortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt. Die dummen Ziele gescheiterter Experimente. Geister der Angst und der Boshaftigkeit. So, das sind nur die ersten Erkenntnisse, dass da doch vielleicht ein bisschen was schiefgelaufen ist, wie man die Viecher gemacht hat. Also ein bisschen ist vielleicht noch nett ausgedrückt. Aber ich will da nicht in dieses Wasser rein. Das Gefühl, ich muss, ob ich will oder nicht. Aber hier sind wir ja auf der oben. Ah ne, guck mal an. Vielleicht erstmal einen Überblick holen. Da ist Schleusentor 2. Was haben wir hier? Ach, guck mal, da haben wir ein Tor auf jeden Fall. Ja, chill mal. Wo man durch könnte. Mein Problem ist, dass ich jetzt Kehle an habe. Regt sich ab. Ist natürlich doof, wenn sich das Schweinchen um die Ecke ständ. Das ist doch kack jetzt gerade. Das ist doch Bullshit. Das ist der erste Ort, wo ich echt nicht weiß, wie ich vorgehen soll. In jedem anderen Ort war irgendwie so ein bisschen Klarheit für mich, wo ich jetzt entlang gehe. Von hier komme ich. Moment, was war da? Ne, da gehen auch noch die Treppen hoch. Das heißt, wir haben einmal den Raum da hinten, wo wir das Rätsel drehen können. Was ist, bis es noch nichts bemerkt hat? Dann haben wir den Raum, wo wir gerade das Schweinchen hören. Dann gehe ich jetzt nochmal da unten gleich hin und guck da mal. Dann haben wir da, wo wir zum Wasser runter können. Jetzt nicht nur hier. Schleusentor 1.
So, da ist der Dreck. Der wahrscheinlich irgendwann noch mal das Leben retten wird. Ich weiß noch nicht so recht. Ist gerade hier ein taktloses Herumgelaufe. Also, nochmal durchgehen in den Kopf. Was sind meine Optionen? Ja, reg dich ab, der ist noch im Wasser. Er zeigt dich doch mal, da ist er. Aber er macht halt auch nichts gerade. Das heißt, die Lampe fackelt zweimal kurz und dann war's dann. So, ich habe das Schweinchenraum, wo ich mich reintraue. Ich habe jetzt in einem Brief gelesen und dann kann ich noch... Da haben wir die andere Schleuse. Und dann haben wir noch, wie gesagt, wir haben das Schweinchenraum, wir haben das eine Raum, wo wir eben am Rad gedreht haben, wo nichts passiert ist. Und wir haben dann noch den anderen Schleusengang. So, das sind die drei Optionen, die wir haben. Also hier ist ja wirklich nichts. Der eine Schleusengang, also das Tor, wo wir gerade was zu lesen hatten, hat allerdings nicht geholfen. Das heißt, wir werden die etwas ruhigere Folge Fire Amnesia heute hier beenden. Und werden uns dann das nächste Mal in den einen dieser Gruselgänge stürzen. In welchen weiß ich noch nicht. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Ninja, wenn es wieder Blitz macht. Bis dahin, ciao.